Christina, wir sind da am Concert and Clubbing for Charity. Immer schön als Politikerin bei einer guten Sache dabei zu sein, oder? Ja, natürlich als Sozialstadträtin ein Pflichttermin für mich. Generell, etwas Gutes tun ist ja für dich als Politikerin wesentlich. Wo hapert es denn noch in der Stadt Graz, wo du sagst, da möchte ich unbedingt angreifen, da möchte ich da sein für die Menschen? Ja, also ich denke generell bei der Diskussion rund um das Thema Soziales. Wenn wir über Soziales reden, dann denken wir immer an Armutsverwaltung, an Mindestsicherung, Sozialhilfe. Das Sozial eigentlich gemeinsam und zusammen bedeutet, das überlegt niemand. Und das ist mal wichtig, dass wir uns überlegen, was hat das soziale Netz für uns alle für Vorteile. Weil es hat für uns alle Vorteile. Wir haben sozialen Frieden in der Stadt Graz. Wir sind nicht wirklich maßgeblich bedroht. Wir haben relativ geringe Kriminalitätsraten. Und einfach dieses Bewusstsein noch zu stärken, dass wir stolz sein können auf eine sozial warme Stadt, wo niemand durch das soziale Netz durchfällt, das wirklich in den Köpfen zu verankern, dass alle Menschen stolz sind, dass wir so ein tolles soziales Netz hier haben in unserer Stadt. Okay, das heißt, dann feiern wir da heute ein gemeinsames warmes Fest. Hoffentlich. Ivenes, du bist ja heute schon beim Konzert in Clubbing for Caritas auf der Bühne gestanden. Singst für den guten Zweck, was macht mehr Spaß? Für den guten Zweck oder einfach nur so der Gaude halber? Beides macht viel Spaß. Es ist nur der Unterschied, dass es einfach schön ist, etwas Sinnvolles zu tun. Das heißt, wenn du einfach schauen kannst, dass du was fürs Umfeld beitragen kannst, damit es den Menschen oder einfach deinem Umfeld besser geht. Lieber Toni, Musik, einen ganzen Abend, eine ganze Nacht lang für einen guten Zweck, das ja, als politisch engagierter Mensch hört man das gern, oder? Ja, ich bin jedes Jahr dabei und es ist jedes Mal schöner und der Gonzo ist unglaublich, das ist ein super Typ. Der schaut nicht nur, dass er Kohle macht in seinem Business, sondern der schaut, dass er Kohle macht für die, die es brauchen. Wer braucht es denn in Graz besonders? Es gibt sehr, sehr viele Menschen in Graz, denen es nicht so gut geht. Und die sieht man auf der Straße, aber viele sieht man auch nicht. Und ich glaube, da kann man sehr viel helfen. Ja, wir haben gerade Bilder drüber. Ich glaube, wir trinken einfach gern für einen guten Zweck. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Natürlich sind wir da, um Steirer zu helfen. Sonst gehen wir ja nicht fort. Und heute abgehen für einen guten Zweck, das ist eine gute Sache, oder? Ja, das ist natürlich. Das ist nur nebenbei, dass wir wissen, was wir da bezahlen. Das geht dann auch gleich über in was Gutes. Warum bist du heute da? Ja, erstens, weil es coole Bands sind und zweitens, weil es für einen guten Zweck ist. Ich glaube, das, was der ganze Tag jetzt organisiert, ist ganz super, deshalb bin ich auch da. Und dass es sich da ganz regional für die Leute auch engagiert, die einfach bedürftig sind. Ich finde allein das schon so großartig und da werde ich auch ganz gerne was Ordentliches spenden. Thank you.